Hier steht noch ein alter Fiat in der Garage. Warum lässt man sowas einfach hier stehen? Ist mittlerweile auch ein Oldtimer. Mir auffällt, hier steht noch ein alter Fiat in der Garage. Schauen wir mal, was hier noch steht. Ach du Scheiße, Scheunenfund. Warum lässt man sowas einfach hier stehen? Ist mittlerweile auch ein Oldtimer, sogar als Cabrio. Hier steht einfach noch ein alter BMW drin. Ey Leute, mir geht wirklich die Pumpe, also wir gehen hier gerade entlang. Es ist wirklich extremst kritisch. Wir mussten gerade durch eine Mauer klettern. Direkt gegenüber sind die Kameras des Dorfes. Ganz, ganz, ganz schlimm. So, jetzt müssen wir aufpassen. Das sind Leute. Ja, Leute. Ja, gucken gerade. Ja. Leute, wir werden beobachtet und ich hoffe, dass wir das nicht abbrechen müssen, weil das ist eine Schatzlocation. Ich gehe hier nicht weg ohne diese Location. Wir sind jetzt anscheinend hier im Kellerbereich. Alter, das ist nicht mehr normal. Hier wurde wirklich alles komplett zurückgelassen. Alle Gegenstände, sogar die Kleidung. So, wir gehen jetzt hoch und schauen uns dort mal rum. So, wir sind jetzt im Hotel. Wir gehen jetzt erstmal den Gang hier entlang. Gucken, ob die Lage stimmt. Ach du Heilige. Das Hotel ist komplett eingerichtet. Ich würde sagen, das Erste, was wir erkunden, ist der Eingangsbereich. Hier kommen wir dann anscheinend zu so einer Sitzecke. Wenn du quasi hier reinkommst und zur Anmeldung gegangen bist, kannst du wahrscheinlich hier warten und dich hinsetzen. Also es ist echt Gänsehaut-Location, wenn man bedenkt, das steht schon sehr, sehr lange leer. Aber es ist wirklich komplett unberührt. Da ist ein Mangel. Alter! Alter, was hier für Werte stehen, ne? Ich muss auf jeden Fall das machen. So, ich würde sagen, schauen wir uns mal die einzelnen Hotelzimmer an. So, du warst ja schon mal. Hat sich schon was verändert? Nee, ne? Gar nichts. Das Ding ist wirklich... Nur, dass die Tür aufsteht. Ja, die Tür steht jetzt offen und ist wirklich krass. Man hört die ganze Zeit einen Feuermelder piepen. Ja. Das liegt aber nicht daran, dass das vielleicht noch in Betrieb ist. Das liegt einfach daran, dass der Feuermelder leer ist und deswegen piepsen die. Ja, genau. Und das machen die, glaube ich, 2-3 Jahre lang. Also, das ist schon krass. Was mir auffällt, das ist ein sehr, sehr schönes Hotel. Also hier war es damals bestimmt sehr, sehr schön zu sein. Warum das Ganze verlassen ist, wissen wir nicht. Wir gehen jetzt erstmal komplett durch, bevor wir uns die einzelnen Zimmer angucken, die wir auch hier schon sehen. Was mir hier direkt auffällt, hier wurde anscheinend schon mal versucht, das Hotel leer zu räumen. Wahrscheinlich, wo es aufgegeben wurde und hat mal gemerkt, es hat sich finanziell doch nicht gelohnt. Aber Leon, wir sind doch nicht hier, um leere Räume anzuschauen. Widmen wir uns lieber zu den spannenden Zimmern. Auch hier sieht es aus, als würde jeden Moment jemand hineinkommen. Es ist wirklich alles so gestaltet wie in den 70er, 80er Jahren. Nur anhand der Tapete merkt man, dass sich hier lang keiner mehr drum kümmert. Auch hier sieht man wieder, dass die Feuchtigkeit so langsam das Gebäude angreift. Und habe ich schon mal erwähnt, dass ich diesen Schreibtisch sehr süß finde? Hoffen wir mal, dass du dich nicht ausbreitest. So, und kommen wir nun auch schon zu Zimmer 19, was ich persönlich am schönsten finde. Die Farben wirken sehr fröhlich und gemütlich. Ich glaube, könnte ich es mir aussuchen, hätte ich auch dieses Zimmer genommen. Ich traue meinen Augen nicht. Ein Fernseher inklusive Antenne. Achtung Leute, jetzt wird's modern.
Und zwar, wie ich es in diesem Hotel gar nicht erwartet hätte, ein Flatscreen. Also, ich muss jetzt wirklich zugeben, von den Lost Places, wo ich in meinem Leben hier war, setze ich das auf Platz 1. Und das muss was heißen. Also, es ist echt geisteskrank. Ich bin echt aufgeregt. Wir wissen nun jetzt nicht ganz genau, wie wir nochmal herauskommen. Ein kleiner Falle sind wir hier. Aber machen wir uns keinen Gedanken. Wir bleiben jetzt erstmal noch hier drin. Wow, Leute. Sogar das Bad sieht spannend aus. So, wir haben uns jetzt schon mal alle Räume angeguckt. Also, er muss nochmal ein Statement setzen. Also, es ist... Also, das da hinten war noch nicht. Vor ein paar Monaten. Mhm. Es hat sich zwar nicht viel verändert, aber es war krass. Also bitte hört auf, diesen Ort kaputt zu machen. Ist echt wenn ihr, so. Wenn ihr es wisst, wo es ist, macht es bitte nicht kaputt. Einfach mit Respekt an die Sache gehen. Am besten, wenn ihr keine Urbexer seid und nicht wisst, wie ihr damit umzugehen habt. Von außen gucken, mal ein Bild machen, aber einfach nicht reingehen, Leute. Da macht ihr die ganzen Urbex-Szene, die macht ihr damit kaputt. Ach Leon, manche Dinge lassen sich halt nicht ändern. Genauso wie dieser Raum, der sich seit Jahren auch nicht verändert hat. Ich hätte gerne ein Jägerschnitzel mit Pommes und dazu eine Cola. Doch auf eine Bedienung warten wir vergebens. Also ich muss echt sagen, ich bin extrem beeindruckt, was es alles hier zu sehen gibt. Es ist alles noch da, obwohl der Ort scheinbar sehr bekannt sein soll. Alles steht noch so, kannst mal rüberschwenken. Wie man hier sieht, ist die ganzen Blumen, die ganzen Vasen stehen noch genauso, wie man sie damals zurückgelassen hat. Und so muss das sein. Also nicht hingehen und kaputt machen. Ich sehe da absolut keinen Sinn dahinter. Genießt es, macht Fotos, schaut es euch. Also, es ist echt heftig. Ich kann mich mal auf den Stuhl setzen. Und dann ist wie eine Zeitreise ins Jahr 2010. Obwohl doch eher an die 70er. Das sind Leute, die gucken direkt durchs Fenster. Alter, wie fasse. Okay, dann, egal, komm. So, als Andenken gibt es jetzt nochmal einen Stempel. Vom Hotel. Aber für heute war es das dann erstmal mit der Erkundung. Was in der nächsten Folge passiert, seht ihr jetzt. Alter.